Hallo, grüß Gott. Und was machen die Geschäfte, Herr Erdl? Ja, Maschine läuft. Die Maschine? Die Maschine läuft. Vorne ist die Glocke, Lukas. Kein Mensch betrinkt mich zu stark. Sie kommen immer wieder vorbei, aber so ist es halt mit der dritten Welt oder einen Welt. Man nimmt sie zur Kenntnis, aber nicht alle wollen was damit zu tun haben. Seit wann machen Sie das schon? Zuerst früh beim Aufbauen war einer da, der da vorne steht. Dieser ältere Türke, der jetzt seiner Schwiegertochter, seiner Tochter und Schwiegersohn da vorne hilft, mit dem Laden, der da Oliven verkauft. Und der hat sich noch erinnern können, dass er 1989 beim Frühjahrsmarkt hier war, auf dem Platz, und da war er neben mir gestanden, und da hätten wir uns damals gut unterhalten. Also ich habe nichts mehr gewusst, aber er ist da gekommen und hat gesagt, doch, der Fahrzeug ist das gleiche. Und ich habe gesagt, ja genau, im Frühjahr 89 haben wir angefangen mit dem Wagen. Mein Reich war Nymphenburg. Was haben Sie da gemacht? Ja, verwaltet. Das Schloss Nymphenburg, oder? Ja, das war halt die Verwaltung Nymphenburg. Die hat das Schloss mit einem Kastellan und hat einen Park mit einem Gartenverwalter und hat, eine Gärtnerei. Schön. Was sagt eine Frau dazu, wenn sie so viel unterwegs sind? Das sagt nichts. Weil jeder Mensch braucht ein bisschen Hobby, ne? Andere gingen zum Fußballplatz. Und ja, früher ist da noch einiges dazugekommen, wenn ich jünger war. Da war ich ja noch Abteilungsleiter in einem Spielverein für Tischtennis, ne? Und da musste man dann schon auch Samstag, Sonntag eine Mannschaft wohin fahren. Eine Tischtennismannschaft kommen ja mit einem PKW fahren, das sind ja keine Elfleute, das sind ja nur. Damals waren es 6 bzw. 4 bei der Jugend. Und da war das gerade schön. Ne? 4 Kinder drin, 4 Buben oder 4 Mädeln oder ein Fahrer. Ne? Haben Sie selber gespielt? Ja, ja. Das war aber seit den letzten 20 Jahren nicht mehr, weil ich dann Asthma gekriegt habe und dann ist nicht mehr geschnappt. Und dann hat sich das erledigt. Seit wann sind Sie in Kirchen? Seit dem 26. Januar 1972. Sind Sie nach Kirchen gekommen? Bitte? Sind Sie nach Kirchen gekommen? Wo sind wir nach Kirchen gekommen? Ja, weil wir das Elternhaus in Pasing zuerst zwar beziehen wollten, aber unsere Kinder sind in einem Park aufgewachsen und waren entsprechend lebenslustig und freiheitsdrängend. Und dann haben wir gesagt, nein, das tut kein gut. Mein Vater war damals schon ein sehr alter Herr. Und den hätte es wahrscheinlich so. Ja. Was sagen Sie zu mir, Erdl und seinem Geschäft? Ich bin Also, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, gell? Danke, gleichfalls.